Meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play Victoria 2. Wir haben das letzte Mal ja einen Krieg gegen Großbritannien gewonnen und wir haben uns Rajputana von ihnen geholt. Krieg war nichts, ja, war anstrengend genug, weil wir haben nicht nur gegen Großbritannien kämpfen müssen. Das ist im Übrigen kein Problem mehr, gegen Großbritannien anzutreten. Das Hauptproblem waren ihre Verbündeten Russland. Wir werden uns jetzt vorbereiten für einen neuen Krieg. Ich weiß nicht, ob ich gleich damit anfangen werde, aber ich nehme mal an, wir werden Folgendes machen. Wir werden zumindest drei Einheiten da an der Grenze zu Russland stationieren. Also zwei hier an dieser Grenze und eine hier in Faisabad. Entschuldigung. Der Rest der Truppen wird sich um die kleinen Regionen hier kümmern. Wir werden aber noch ein wenig warten, weil zumindest so lange, bis wir schauen können, dass wir Frankreich zumindest in den Krieg mitnehmen können. Die haben bis August noch einen Waffenstillstand gegen Großbritannien. Und sind eigentlich die totalen Loser. Oh mein Gott, die verlieren gegen die Osmanen. Das ist absolut, absolut, absolut irre, dass Frankreich gegen das Osmanische Reich verliert. Dieser Zweite Weltkrieg war so devastierend für Frankreich. Es ist unglaublich. Diese ganzen Kolonien haben sie erobert. Und vor allem da ganz Griechenland. Das Osmanische Reich scheint tatsächlich seinen Abstieg zu überwinden. Vielleicht sollten wir versuchen, die Osmanen noch einmal in unser Bündnis zu bringen. Sie werden nicht akzeptieren. Warum nicht? Weil sie von Frankreich, von Italien gedingst sind. Wieso kann ich denen kein Bündnis anbieten? Achso, weil ich dort Beziehungen verbessert habe. Ich glaube, das habe ich noch gemacht. Nachdem ich letztens abgedreht habe, habe ich ein paar Kleinigkeiten noch gemacht, bevor ich abgespeichert habe. Jo. Okay. Nein, Frankreich werden wir auf keinen Fall mehr in irgendeinen Krieg reinziehen. Zumindest nicht in den nächsten, sagen wir mal, 3 Jahren oder so. Schauen wir mal. Hey, Rebellen! Das ist gut, das ist gut. Vielleicht gründen die Indien für uns. Ausgezeichnet. Wo kommen die her? Wo auch immer sie herkommen. Oh, yes! Plus 100% Forschungspunkte. Oh, großartig. Oh, da können wir auch weitergehen. Aber wir wollen noch da weiter. Eisenbahn. Wir machen zuerst die Eisenbahn. Eisenbahn ist wichtig. So, du gehst mal nach Umakot, falls diese wahnsinnigen Rebellen sich überlegen, zu mir zu kommen. Das ist gut. Dieses Gebiet wird nämlich von mir kontrolliert. Das ist nämlich in meinem Einflussbereich. Das heißt, ich mag, dass irgendwelche Rebellen, wenn es indische Rebellen sind, dieses Gebiet übernehmen. Jo, Mann. So, die gehen da runter. Dann haben wir gesagt, eine Truppe geht noch darauf, nach Mashhad. Und der Rest bleibt hier. Bei den Briten in der Nähe. Ja.
schaut das eigentlich aus? Können wir Italien dazu bringen, mit einem Bündnis einzugehen? Nö. Ja, na okay. Norddeutscher Bund. Bündnis. Das werden wir nicht akzeptieren. Aber minus 20 ist nicht so weit weg. Hey, Nihilismus und der Wille. Die Grundlagen für den philosophischen Trend des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts, sich von der Betonung auf die menschliche Rationalität zu entfernen, wurden durch eine Erneuerung des Interesses einiger Philosophen am Nihilismus geschaffen, der Zurückweisung des Gedankens, dass das Leben des einzelnen Individuums im großen Gefüge des Universums auch nur die geringste Bedeutung hat. Ja, das ist so wie die Bedeutung von meinen Zuhörern, nämlich keine. Hingegen, ich bin im Universum ganz wichtig. Ich als Universum, Individuum im Universum. Anstelle des Selbstwerts des Individuums als Wesen wurde der Hauptaugenmerk auf den Willen gelegt, der menschlichen Fähigkeit, zum eigenen Vorteil in eine Situation einzugreifen. Wie am effizientesten in den Werken von Friedrich Nietzsche im späten 19. Jahrhundert dargelegt, führte der dramatische Einfluss der Kriege des Industriezeitalters Anfang des 20. Jahrhunderts zur weiteren Verfeinerung des Konzepts durch Philosophen wie Martin Heidegger. Mit seinem Bestreitung des Werts des Absoluten als Hilfestellung für das menschliche Verhalten trug der Nihilismus zur weiteren Hinterfragung bei und für viele letztendlich zur Ablehnung der Werte und Überzeugungen, die die viktorianische Welt geprägt hatten. Während die Betonung auf dem Willen Handlungen zur Herausforderung akzeptierter Gebräuche und zur Schaffung neuer Werte ermutigte. Das hat folgenden Effekt. Plus 3,1 Prestige. Sie werden nicht akzeptieren. Aber wir haben nur minus 20. Das ist einmal schon ganz gut. Unsere Infamie ist halt relativ hoch. Wenn wir die ganz runtergekriegt hätten. Und auch die zu vielen Bündnisse. Naja, gut. Ah, warte mal. Wir haben ja noch nicht alle durch. USA. Ja, wieso auch. Frankreich haben wir schon ein Bündnis. Großbritannien wollen wir kein Bündnis. Russland hätten wir gerne ein Bündnis. Ihr seid solche Schwammern. Wir verbessern unsere Beziehungen auf jeden Fall. Über 100 ist immer gut. Dann können sie uns nicht so leicht den Krieg erklären. So. Wir bauen noch. Zwei Dampftransporter. Hey, es wird mehr. Auch nicht schlecht. Jetzt sind schon 6000. Kommt schon, Rebellen. Kümmert euch um das Wohl. Des indischen Volkes. Indisches Volk ist super. Es gibt kein indisches Volk. Das sind ganz unterschiedliche Typen. Das sind Punjabis. Wie heißen die hier? Maharaten. Awadisch. War sehr gut. Ach ja, stimmt. Ich will ja eigentlich auch anfangen, da weiter auszubauen. Die Fabriken. Punjab muss ich wieder ausbauen. Die sind schon wieder knapp am Limit da. Sind. Oh, yes. Wir lieben Maschinenbaufabriken. Westafghanistan ist uns auch egal. Da brauchen wir nicht mehr so viel. Sind wir nicht so weit, dass es bald braucht. Khorasan sind recht wenig.
Kaschmir schaut gut aus. Naja, wobei andererseits, da fehlt noch ziemlich viel. Dann machen wir da was noch rein. Belutschistan ist auch okay. Komm schon. Du schaffst das, Rebellenpöbel. Ah, 15.000. Die werden aber immer mehr. Hervorragend. Okay. Briten. Was machen die da? Bierschenke eröffnet. Sagen wir Prost? Oder sagen wir Nein? Wir sagen Nein. Wir lassen uns nicht die Bergbau- und Landwirtschaftseffizienz durch irgendwelche Psoffenen vermiesen. So, wir brauchen einen neuen Anführer. Der schaut ganz gut aus schon. Schaut ein bisschen besser aus. Na. Oh, der schaut gut aus. Nachdem die ja offensichtlich nicht in der Lage sind, Indien zu gründen. Vielleicht geht's mit denen, weil die sind nicht Teil von Großbritannien. Mal abgesehen davon, dass sie meine... Oh, wo kommen denn die her? Achso, die habe ich eh gesehen eigentlich. Nicht wundern, wo die her sind. Es könnte mir jemand sagen, dass sie da irgendwas belagern bei mir. Na, 44%. Langsam. Aber andererseits, ich will eh noch keinen Krieg erklären, also so gesehen passt das schon. Auf jeden Fall werden die Briten im nächsten Krieg mehr verlieren. Hey. Kiba, können wir die Sphäre aufnehmen? Das ist gut. Und Sikkim können wir zumindest die Meinung mal steigern. Die sind schon vertraut mit uns. Das ist schon mal gut. So. Noch ein toter General. Na, schau was an. Da ist man relativ weit runter eigentlich. Bis wir irgendwas Sinnvolles gefunden haben. Ach, der zum Beispiel. Der wäre auch okay. Nein. Nein.
Moral plus 20% und Verteidigung plus 1. Nicht schlecht. Verteidigung plus 3, das ist gut, den nehmen wir. Vor allem der ist tatsächlich wichtig, dass er gute Verteidigung hat, dort wo der positioniert ist. Vielleicht sollten wir außerdem die beiden Pferde austauschen. Dragoner und Hussar. So, wie schaut es mit unseren Rebellen da unten aus? Yay! Vielleicht sollten wir ein bisschen schneller schalten. Passiert nichts irgendwie. Wir haben bald Eisenbahn und dann können wir zumindest mal die Eisenbahn weiter ausbauen. Das ist doch auch schon mal was. Geld genug haben wir ja derzeit. Forst sollten wir außerdem auch ausbauen. Yay, wir haben die Eisenbahn. Wir können sogar schon die nächste bauen. Na, wir werden jetzt wieder in Armee und investieren. Machen wir mal das da, damit wir darauf gleich kommen. Ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob das so wichtig ist. So, aber wartet mal. Wir können jetzt Eisenbahn bauen. Bauen eigentlich unsere... Ja... Vielleicht sollten wir es so machen, es ist schneller und einfacher und vor allem günstiger für uns. Oh, Frankreich hat einen Krieg für uns. Weiß ich nicht, werde ich den wollen? Gegen den Norddeutschen Bund und Italien. Es ist ein Weltkrieg. Autsch, sie werden diesen Krieg verlieren. Und wir auch noch. Sie haben keine Chance. Sie verlieren ja schon den Krieg gegen das Osmanische Reich. Wie sollen sie dann irgendwie eine Chance gegen die beiden Mächte haben? Ich mag euch wirklich, Frankreich, aber da kann ich nicht mitmachen. Ich habe keine Lust auf Selbstmord. Schön wäre es, wenn Russland mitmachen würde bei dem Krieg. Dann wären die nämlich beschäftigt und ich könnte Großbritannien einfach so angreifen. Das wär's mal. So, dann werden wir gleich sehen, ob das zu Indien führt. Das ist nämlich die Hauptstadt. Das heißt, unser Botschafter wurde verbannt in Kolumbien. Habt ihr nichts Besseres zu tun? Ich will den Panama-Kanal bilden, grau bauen. Ärgerlich. Sehr ärgerlich. Achso, Warte mal. Wir erweitern. Ah, wir können auch bei unseren Nachbarn erweitern. Das werden wir vielleicht nachher sogar machen. Schauen wir mal. Ich glaube, es ist tatsächlich besser so, weil es um einiges billiger kommt, wenn wir das die Privatiers machen lassen. Mal abgesehen davon bringt ihnen das, glaube ich, Geld ein, wenn sie Sachen bauen dürfen.
und wir unterstützen sie oder greifen ihnen unter die Hände, sagen wir es mal so. Das Osmanische Reich hat tatsächlich einen Krieg gegen Frankreich gewonnen. Das habe ich überhaupt noch nie gesehen. Griechenland ist auf das Kleinste geschrumpft. Das ist das erste Mal, dass das Osmanische Reich was von Griechenland erobert und nicht umgekehrt. Irre. Ja, und Österreich, die sich auf Gedeih und Verderb an Frankreich gekettet haben, kriegen wieder eine auf den Deckel. Ist eh klar. Geschieht ihnen recht. Was tun sie das auch? Können wir einsteigen? Man kann in den Krieg auf der Seite einsteigen. Wir könnten auf der Seite einsteigen und Pondicherry erobern. Pondicherry müssen wir sowieso erobern. Wollen wir das tun? Warten wir noch ein wenig, ob sich diese Typen dazu entschließen, Indien zu werden. Das wäre irgendwie nett. Hallo? Ha! Ist es das? Das peruanische Parlament. Der auffallende Liberalnationalismus in Indien hat die Regierung in Groß-Baroda gestürzt. Sehr gut. Man hat ein liberales Revolutionsparlament mit Repräsentanten aus ganz Indien einberufen, das zu dem Schluss gekommen ist, dass nun die Zeit reif dafür ist, dass sich die Nation unter einem Banner vereinigt. Unserem nämlich. Das Parlament hat uns die Krone des Vereinigten Indien angeboten. Das klingt gut. Wir können das Angebot annehmen, aber dann würden wir das Ausland alarmieren und wir müssten die Revolutionäre politisch entschädigen. Hurra! Oder? Ich werde keine Krone aus der Gosse akzeptieren. Crown out of the gutter, oder so irgendwie nennt sich das auf Englisch. Erhalten 2,2... okay. Was kriegen wir da? Nation wechselt zu Indien. Alle Länder, die alles unten angegeben ist, nicht Punjab und jede Bevölkerung in der Provinz südasiatisch und ist keine Großmost und entweder ist der Einflusssphäre von Punjab oder alles unten angegebene befindet sich in einer Einflusssphäre und muss einer der folgenden Punkte zutreffen. Ist nicht Österreich oder nicht Österreich-Ungarn oder ist... okay. Warum gerade die? Muss einfach... Ach, vielleicht weil es für Deutschland gemacht wurde, dieses Event. Oh, wir haben dann auch eine neue Regierung. Eine demokratischere. Eine konstitutionelle Monarchie. Wir kriegen 10 Infamie. Naja, gut. Man kann nicht alles haben. Hurra! Wir sind Indien. Wir sind Indien. Wir sind Indien. Und Indisch Rajputana können wir zum Start machen. Das ist hervorragend. Warum können wir die Vereinten Provinzen noch nicht zum Staat machen? Weil sie insgesamt nur 0,6% Bürokraten haben. Na gut, das ist ein Grund mehr, noch mehr in die Bürokraten in diesem Staat zu investieren. Wow, ist das genial. Indisch-Äthiopien.
Wahnwitz. So, jetzt haben wir aber einen Grund mehr, französisch Madras anzugreifen. Wir könnten in diesen, können wir in diesen Krieg noch einsteigen? Jetzt haben wir nämlich einen wirklichen Grund, dort einzusteigen, weil jetzt sind wir Indien und haben... Okay. Ich würde nämlich ganz gerne ein Kriegsziel hinzufügen, sobald als möglich. Und zwar wenn wir jetzt mal mit diesen 30.000 darüber gehen und dann werden wir da runterfahren nach Pondicherry. Das wird mal die längste Fahrt mit unserem Schippernakel, die wir je gemacht haben. Schippernakel, fahr hierher. Und... Oh, ist das cool, ist das cool, ist das cool, ist das cool. Ja, es ist cool. Wartet mal. Fabriken. Wieso kann man keine Fabriken mehr bauen? Hä? Ja, was ist passiert? Was ist mit meiner Politik passiert? Interventionismus? Heißt Interventionismus, ich kann keine Fabriken mehr bauen? Heißt ich... Oh Gott. Ich brauche die Dinge, ich brauche die Konservativen, damit ich Fabriken bauen kann. Fabriken bauen, ja. Fabriken erweitern, ja. Ich kann keine Fabriken mehr bauen. Ah! Verdammte Reaktionäre. Und die kann ich... Oh, die kann ich jetzt nicht einmal mehr nennen. Ah, verdammt. Jetzt bin ich auf Gedeih und Verderb diesem Parteiensystem ausgeliefert. Nein! Oh Gott. Ja, die mögen mich jetzt nicht mehr so sehr. Und hey, Österreich ist vor uns wieder. Ist das arg? Komm schon, Russland. Du bist ein großer Freund und ein großer Fan von uns. Ich bin mir sicher, dass wir ein Bündnis irgendwann mal eingehen können in nächster Zeit. Nein, in nächster Zeit nicht, weil wir haben jetzt eine Infamie von 26,46. Das bedeutet, dass wir in nächster Zeit keine Freunde finden werden. Wenn wir Pondicherry haben... Werden wir, muss vielleicht ganz gut, wenn wir da in der Nähe bleiben. Bei dem Schippernakel nicht, dass da irgendwelche Flotten rumgurken von ihm, die dazu führen, dass wir... Also warte mal, vielleicht sollten wir die Flotten ein bisschen besser bezahlen. Kim ist ja auch jetzt bei uns. Ist ja cool. So, warte mal. Indisch Rajputan hat aber eine Schnapsbrennerei. Ja, es wäre ja auch zu einfach. Schaut, mach das mal auf. Wir werden alle mal bezuschussen. So, wir hoffen einfach, dass keine Franzosen auftauchen hier. Ich hoffe, dass ich den
einen Kriegsgrund hinzufügen kann. Nein, 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 Kriegsziel hinzufügen. Das heißt, der Krieg verläuft nicht gut genug für uns. Verdammt. Irgendjemand hat vor uns das Kriegsziel hinzugefügt. Was? Oh ja. Nein, bleib stehen. Fahrt sie da rein. So, verladen und nach Djibouti. Aber warte mal, ne? Vielleicht doch nicht nach Djibouti. Es gibt hier keine Franzosen, da sind lauter Holländer rundherum. Österreicher gibt sowieso keine da. Schweizer und Griechen auch nicht. Autsch, die kriegen echt eine auf den Deckel. Wir bleiben einfach hier und hoffen, dass irgendwann mal da Kriegsziel hinzufügen aufpoppt. Achso, warte mal, was wollen wir denn, dass als nächstes gewählt wird? Die Konservativen wären wir am liebsten eigentlich. Also machen wir Staatskapitalismus. Die Sozialisten sind zu moralisch, zu pazifistisch. Au. Komm schon, lass mich ein Kriegsziel hinzufügen. Der Krieg verläuft grandios. So, wir bleiben da jetzt einmal stehen ein Weilchen. Und überlegen, gibt es da irgendwie Madagaskar? Könnte man zumindest versuchen. Das ist keine schlechte Idee. Das bringt auch ein Little War Score viel zu nicht, aber. Was? Angriff das Arbeitshaus? Oh, Pluralität ist gut. So, geh mal daher. Außerdem, wir würden ganz gerne ein Kriegsziel hinzufügen. Ah, wieso kann ich kein Kriegsziel hinzufügen? Ich will ein Kriegsziel hinzufügen. Kastnir als Kernprovinz. Ich will ein Kriegsziel hinzufügen. Kriegsziel. Ah, komm schon. Bevor der Krieg zu Ende ist, will ich noch ein Kriegsziel hinzufügen. Pro Militär. Konflikt in Wilkopolsk. Das kann ja jetzt nicht allzu viele Mächte betreffen. Auf jeden Fall ist Deutschland und Italien der bessere Ansprechpartner, was Verbündete in Europa betrifft. Die haben bis jetzt jeden Krieg gewonnen. So, Österreich haben wir wieder hinter uns gelassen. Gehen wir nach Dings, gehen wir nach. Ich bin mir sicher, dass der Krieg gut genug läuft für uns, dass wir ein Kriegsziel hinzufügen können. Komm schon, wir sind noch nicht auf 100%, was die Kriegsziele betrifft. Das könnte durchgehen, das könnte durchgehen. Repetiergewehr. Ja, wir machen das Repetiergewehr.
Oh Gott. Wir machen gerade ein... Wir machen gerade einen großen Fehler, sehe ich gerade. Weil wir werden jetzt gleich da umgebracht werden. 13. Juni. Wie schnell sind wir denn da weg? Bis 19. Juni. Na gut, dann können wir auch gleich da bleiben. Au. Das wird wehtun. Aber es sind nur Bauern, Gott sei Dank. Mit etwas Glück können wir die Schlacht gewinnen. So, was haben wir? Die Konservativen regieren uns. Okay, das ist okay. Das heißt, wir können wieder selbst bauen. Sehr gut. Das heißt, wir können das da übernehmen. Das, was wir bauen wollen. Was gibt's hier? Baumwolle, Baumwolle, Holz. Eine Papiermühle bauen wir da mal. So, schauen wir mal, wie ist denn das mit der Bevölkerung? Indisch Rajputana hat 1 Million Einwohner. Wow. Das heißt, wir werden da auf jeden Fall jetzt rein investieren. Die Vereinten Provinzen sind natürlich noch wichtiger, aber wir haben dort noch keinen einzigen Facharbeiter. Das heißt, wir werden jetzt einmal in Facharbeiter dort investieren. Aber ja, warte mal, wie viele Geistliche haben wir denn dort? 2,5%. Puh. Vielleicht machen wir, bevor die erste Fabrik geht, noch ein paar Geistliche, bis wir auf 3% sind. So, zurück nach Madagaskar. Oh nein, wir werden diesen Kampf verlieren. Ah nein, wir können ihn gewinnen. Wir können ihn gewinnen. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Demoralisierte Bauern ist das absolut Beste, was uns passieren konnte. Punkte. Können wir ein Kriegsziel hinzufügen? Warum nicht? Warum nicht? Wohin gehen die? Da rein. Hinten nach. Wir müssen hinten nach. Ansonsten erholen sich die ja. Das ist immer sehr ärgerlich. Jetzt greifen wir an. Ich hoffe, sie sind noch so demoralisiert von der letzten Schlacht, dass wir sie entledigen können. Bevor sie sich erholen können. Wohin gehen die? Nach Fiana irgendwas. Noch weiter Landesinnere, ach Gott. Könnten wir die einfach töten? Okay. So, was haltet ihr jetzt davon, dass wir ein Kriegsziel hinzufügen? Ah, warum habe ich nur gewusst, dass das nicht funktioniert? Ach, ich habe mir gedacht, das geht so einfach. Wir erobern Pondicherry. Wir verlangen Pondicherry. Shit, sie werden den Frieden schließen, bevor ich das verlangen kann. Das war ein sinnloser Krieg. Ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass Kriege an und für sich wertvoll oder sinnvoll wären. So, du gehst daher. Ja. Gott. Immerhin die Vereinten Provinzen kann man jetzt zu einem Staat machen. Hervorragend.
So, Feinde Provinzen. Geistliche 3%, das reicht eigentlich. Dann machen wir Facharbeiter. Und wir müssen in Feinden Provinzen Tausende. Tausende Fabriken bauen. Zuerst schauen wir mal nach, was wir in den Vereinten Provinzen machen können. Ich hätte so gern Pondicherry erobert. Ach shit. Na gut, schauen wir mal. Wir haben hier Holz. Wir haben Färbemittel. Wir haben Obst, was ist da? Auch Obst. Wir haben ein wenig Tee. Wir haben Baumwolle. Baumwolle und Färbemittel sprechen für Stoffe und danach natürlich Kleidung und Luxuskleidung. Das heißt, wir bauen Stofffabrik, Kleidungsfabrik, Luxuskleidungsfabrik. Dann haben wir Holz. Das heißt, wir brauchen ein Sägewerk und Papier. Gut, wir machen eine Stofffabrik. Wir machen eine Kleidungsfabrik. Maschinenteile produzieren wir auf jeden Fall auch hier. Eine Kleidungsfabrik. Wo ist Kleidung? Kleidung, Kleidung. Und eine Luxuskleidungsfabrik. Und eine Papiermühle. Und ein Sägewerk. Bauen wir gleich eine Möbelfabrik auch. Jupp. Runter auf 70% runter. Ach, Jemine. So, wie schaut das aus mit Frankreich? Die müssen ja ziemlich hinüber sein. Oh, Österreich ist auch ziemlich hinüber. Autsch. Und zurück nach Karachi mit euch. Mist. Britisch, britisch, britisch. Von denen hat sich keiner aus der Umarmung von Großbritannien befreien können. Portugal. Die sind nur mit Brasilien verbündet. Das ist großartig. Sind die in der Einflusssphäre von jemandem? Selbst wenn sie es wären, sind sie nicht. Ah, die hatten wahrscheinlich irgendeine Dings, irgendeine Revolution oder so. Wir könnten zumindest Goa zurückholen. Ich glaube, gegen die könnten wir bestehen. Fahr gleich mal daher. Und das kostet mich keine Dings, oder?
Nö, kostet mich nichts. So, Bündnispartner. Ich habe nur noch Kiva als Bündnispartner und die würden mitmachen. Na gut, aber die sind jetzt wurscht. Die müssen echt nicht mitmachen. In den Friedensverhandlungen bräuchten wir nur einen Kriegspunkt. Fortfahren. Wir hoffen einfach, dass die Eroberung von Goa alleine reicht. Auch Kleinvieh macht Mist. So, wir gehen an die Küsten mit diesen Leuten hier. Apropos Küsten, ich habe da ja noch eine Küste. Wir können noch einen... Oh, wir haben schon einen Marinestützpunkt 2 hier. Wow, Wahnsinn. Von woanders werden die ja wohl kaum kommen. Wenn sie kommen. Die 30.000 lasse ich da stehen. Dann nehme ich mal noch einmal 30.000 und schau mal, ob ich in Afrika irgendwas von denen erobern kann. So, du gehst daher. Und wie schon gesagt, wartest darauf, dass irgendjemand daherkommt und versucht bei uns zu landen. Was ich nicht hoffe, dass passieren wird. Ich glaube, dass einfach Portugal so schwach ist. Wir werden in Portugiesisch-Afrika versuchen zu erobern. Mit 2 von den 30er Einheiten. Jo. Auf das Schipanakel. Auf zum Horn von Afrika. Nach Sansibar. Lumu. Gehört Italien. Ist okay. Das ist ein gutes Zeichen, dass wir das erobert haben. Mhm. Täglich 0,001. Das wird ein wenig länger dauern. Ah, das sind schon elende portugiesische Schiffe. Ich hoffe, wir können ihnen aus dem Weg gehen. Weil ich fürchte, gegen die Schiffe von denen haben wir keine Chance. Schauen wir mal. Nein, sie würden sicher noch nicht annehmen. Ja, das ist schon klar. Das dauert immer etwas länger. Gut, aber jetzt und heute werden wir das nicht mehr erfahren. Schaut das nächste Mal rein, wenn es heißt, wird Portugal Goa abgeben oder nicht. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und eine schöne gute Nacht. Schlaft gut und träumt was Schönes.